Die Fruchtfolge oder auch die Vierfelderwirtschaft ist ein sehr verbreitetes Konzept unter Permakulturisten, Selbstversorger, Gärtner und vor allem auch in der Landwirtschaft. Letztlich bedeutet das, dass ich eine Kultur über mehrere Jahre hinweg nicht an der gleichen Stelle nochmal anbauen werde. In der konventionellen Landwirtschaft sehen wir das zum Beispiel, dass in einem Jahr Mais angebaut wird, im nächsten Jahr dann die Kartoffeln und darauf dann das Weizen. Im Gemüsegarten nutzen einige das Konzept beispielsweise, damit halt die Tomaten oder auch die Kartoffeln nicht zu früh Braunfäule bekommen, weil hier dann die Leute der Meinung sind, dass das halt im Boden mit überwintert und dann sehr früh auf die Pflanze mit übergeht. Oder auch bei Kohlpflanzen, dass man halt der Meinung, wenn man den Kohl immer an die gleiche Stelle setzt, dass halt hier irgendwann der Boden zu stark einseitig ausgelaugt wird und hier auch Kohlhernie dadurch entsteht. Die Pflanzen werden mit zunehmendem Jahr schwächer, weil der Boden immer weiter einseitig ausgelaugt wird und nicht mehr so ganz so fruchtbar für diese Kultur ist. Jeder Profi wird euch sagen, dass es sehr wichtig ist, diese Vierfelderwirtschaft oder das Fruchtfolgenkonzept einzuhalten. Seit gut 6 Jahren betreibe ich hier eine Permakultur im Garten meiner Eltern und ich habe halt hier an einigen Stellen eigentlich immer die gleichen Pflanzen drinstehen. Beispielsweise jetzt hinter mir bei der Terrasse habe ich hier einige Gurken, die schon seit dem Anfang an immer dort gepflanzt worden sind. Auch mein Vater schon, bevor ich mit der Permakultur angefangen habe. Oder auch hier bei mir im Folientunnel die Paprika, die Auberginen oder auch die Tomaten stehen jedes Jahr an der gleichen Stelle. Bis jetzt hatte ich gar keine Probleme mit meinen Kulturen. Ganz im Gegenteil. Sie sind sogar mit zunehmendem Jahr wachsen die Pflanzen immer besser und immer vitaler. Ich habe immer weniger Probleme mit Schädlingen oder auch irgendwelche Krankheiten, wie zum Beispiel bei den Gurken mit dem Mehltau. Also sowohl den falschen als auch den echten Mehltau. Aber was genau mache ich denn? Ganz einfach. Der Schlüssel liegt in einem fruchtbaren Boden und seit Beginn dieses Projektes schaue ich wirklich, dass ich hier einen effektiven Humusaufbau mache, mit Hilfe von Pflanzenkohle, Langzeitkompost, wo auch hier etwas dickere Äste da sind, damit sich Pilze ansiedeln können, Mulch mit Laub, mit Grasschnitt, mit Holzhäcksel und das auch wirklich sehr gute Schichten, mindestens 5 cm, wenn nicht sogar im Herbst dann 15 bis 20 cm, um halt hier den Boden auch vor Frost zu schützen. Ich nutze auch hier viele verschiedene Mischkulturen, um halt hier das Effektivste aus dem möglichen Platz rauszuholen. Ich pflanze auch lebendigen Mulch, auch in dem Winter hinweg, zum Beispiel mit Feldsalat oder auch mit Phacelia, was ich hier als auch Fruchtfolge, auch Gründüngung mit einarbeiten kann. Ich arbeite sehr viel mit Bokashi, das heißt, dass ich sämtliche Küchenabfälle, die bei mir jetzt anfallen und auch hier die gekochten und die Fleischprodukte bzw. die tierischen Produkte von meinen Eltern, die konsumieren, werde ich auch hier fermentieren, um halt hier den Kreislauf zu schießen. Gute dabei ist halt, dass dann trotz dessen, wenn ich die in Bokashi eingrabe oder auch in den Kompost werfe, dass ich hier keine Aasfresser wie zum Beispiel Ratten mit an. Den natürlichen Kreislauf schließen und das gilt auch für unsere Ausscheidungen, das heißt unseren Urin und auch unseren Kot trennen in Komposttrenntoiletten zum Beispiel und den Urin auch hier fermentieren und auch dann langsam wieder in den Garten mit ausbringen. Zusätzlich bin ich an den Punkt gekommen, wo ich meinen Boden auch nicht mehr stark bearbeiten werde bzw. auch umgrabe. Das Einzige, was ich mache, ist eine Grabgabel oder du nimmst auch eine Broadfork und tust halt dann einfach, wenn du die Beete vorbereiten möchtest im Herbst oder auch im Frühjahr, reinstechen, bisschen rumwippen. Und damit du halt den Boden auflockerst und halt hier ein bisschen Sauerstoff reinkommst, abmulchen und das Bodenleben sorgt dafür den Rest, dass die Erde schön locker und fluffig ist. Das ist ein Konzept der No-Dig-Beete, was ich auch nur jedem empfehlen kann. Eins meiner Lieblingsbeete, was man in der Permakultur nutzt, ist das Hügelbeet. Wirklich wunderbar, kann man sich da auch sehr weiter beschäftigen. Hab dann zu einem Blog-Eintrag, werde ich dir unten verlinken. Sehr spannend. Mit diesen Methoden ist dein Boden fruchtbar und in diesem fruchtbaren Boden hast du viele Mikroorganismen und auch Pilze, hast hier ein natürliches Gleichgewicht, was auch Krankheiten minimiert. Deine Pflanzen sind auch vitaler, weil sie natürlich auch in Symbiose mit den Mikroorganismen und auch den Pilzen gehen. Von daher habe ich keine Angst, wenn jetzt zum Beispiel meine Gurken Mehltau bekommen oder auch meine Tomaten, Braunfäule. Ich lasse sie einfach, mache sie ab, dann die Blätter entweder auf den Komposthaufen werfen oder ich lasse sie einfach direkt vor Ort einfach liegen. Tue meine Pflanzen dann eventuell mit Natron oder auch mit Knoblauchsud besprühen, damit es sich nicht ganz so stark verbreitet. Aber ich habe hier keine Angst, dass die Krankheit irgendwie im Boden überlebt und dann weiter ausbreitet. Zum Beispiel auch mit Braunfäule. Die Sporen von diesem Pilz verbreiten sich in der Luft durchgehend. Das wirst du nicht verhindern können, dass da immer irgendwelche Sporen bei dir mit dem Gewächshaus und dem Folientunnel sind. Das ist auch schon das Geheimnis dahinter. Ist kein Hexenwerk oder Wunderwerk da. Einfach nur solide Böden aufbauen,
mit den entsprechenden Maßnahmen, die ich dir gerade aufgezählt habe, und auch hier auf eine solide Mischkultur achten, hast du auch weniger Probleme mit den Schädlingen. Diese Vierfelderwirtschaft wird ja in der Landwirtschaft einfach genutzt, dass man halt hier wegen den ausgelaugten Böden und den Maßnahmen mit dem ständigen Umgraben und dem Pflügen die Böden einfach zu schnell trocken werden, ausgelaugt und die Pflanzen dann nicht mehr richtig wachsen und zu einseitig beansprucht werden. So, wenn du in Richtung Permakultur und fruchtbare Böden gehst, dann hast du überhaupt gar keine Probleme oder musst dir auch keine Gedanken machen mit der Fruchtfolge, mit einer Vierfelderwirtschaft und irgendwelche Angst vor Krankheiten dadurch haben. Wird einfach überflüssig, kann dir hier nur meinen Kanal empfehlen. Gibt noch viele weitere Videos, wo ich dir erkläre, wie du zum Beispiel zum faulen Gärtner wirst oder hier weiterhin dein Boden wirklich solide aufbaust, auch für gesundes Pflanzenwachstum findest du hier an der Seite verlinkt. Kannst mir gerne auch einen Daumen nach oben geben, kannst mir auch gerne deine Erfahrungen schreiben, ob du hier auch dieselbige Erkenntnisse hast oder ob das für dich jetzt ein ganz neues Thema ist. Schreib mir gerne unten in die Kommentare.